So, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Sergeant Power hier im Stadia, Freunde, Freunde des guten Geschmacks. Forza Horizon 1, Video Nummer 103. Doch gleich mal erstmal vorweg den Verweis auf kostenlose Werbung, unbezahlte Werbung, aufgeboxt, The Dike Garage, die Mietwerkstatt in Goifelden. Alles weitere hierzu unten in der Videobeschreibung. Einfach anrufen, hinfahren, auf die Hebebühne, am Auto schrauben, Teile wechseln, reparieren. Wieder runter von der Hebebühne, bezahlen jede angefangene Stunde 25 Euro und zufrieden nach Hause fahren, weil man alles selbst gemacht hat. Dann würde ich mich vorab natürlich über ein kostenloses, über einen Daumen nach oben, jetzt bin ich wieder lost, über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mich mit dem kostenlosen Abo unterstützen wollt, dann einfach den Abo-Knopf betätigen, schon seid ihr in der Power Army. Dann noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es bei euch klingelt, dann wisst ihr ganz genau, Sergeant Power ist am Start, Sergeant Power hat ein Video hochgeladen. Sergeant Power ist lost im Game. Und wenn ihr mal im Livestream dabei sein wollt, dann auf www.twitch.tv/xsgdxpower oder den Link in der Videobeschreibung nutzen. Und wenn jemand ein Trinkgeld da lassen möchte, dann auf www.paypal.me/xsgdxpower oder auch da den Link in der Videobeschreibung nutzen. Ja, meine Freunde. So, wir wollen ja jetzt hierhin, genau. Oakley High Rollers ist unsere nächste Etappe, unser nächstes Ziel. Fahren wir hin. So, dass wir auch mal mit dem Spiel fertig werden, damit wir das nächste Spiel auch noch machen können. So. Schieb dein Bulliten dann mal weg. So, ich muss mal bequemer hinsetzen. So, dann nehmen wir das Mikrofon weiter. Und schon sind wir da. So, Mikrofon weiter herziehen. So, dann sind wir da. Bei Pumon Secret Rundstreckenrennen Asphalt High Rollers. Oakley High Rollers. 250 Punkte und 19.000 Credits. Let's go. Das Auto dürfen Sie hier nicht fahren. Wählen Echt? Sie in Ihrem Fuhrpark. Ich weiß, Sie sind selbstbewusst, aber ich bitte Sie, aufrüsten. Gönnen Sie sich ein paar Upgrades, wenn Sie nicht allen hinterherfahren wollen. Ja, für 6.000 aufrüsten. Machen wir doch. Ist doch Ehrensache. Wir wollen ja nicht hinterherfahren. Im Gegenteil. Wir wollen vorausfahren. Wir wollen gewinnen. Und da interessiert mich auch der Darius Flint nicht. Raus mit der Viecher! Okay, ja. Du hattest jetzt eine Viertelstunde Ruhm. Und ja, jetzt blicken wieder alle auf die richtige Berühmtheit. Auf mich. Du Lappen. Punkte, egal. Weg da. Weg. Okay, die Kurve war jetzt nice gefahren, muss ich sagen. Winfield. Jetzt haben wir so eine Zigarettenmarke. Ups. Sorry, Flint. Hab dich kurz rasiert. Aber das macht mir nichts aus. Und dir auch nicht. Du dich schon wieder nach vorne gesetzt hast. Und jetzt komme ich. Weg da, du Pissnacken. Geh mal weg da, du Lappen. Okay. Das ist die Strecke, ist nichts für das Auto. Vier Runden. Also, das hört sich in meinen Ohren an wie so ein Bienenschwarm, Alter. Ekelhaft. Dreckskurve. Verschwind, Flint. Verschwind einfach hinter mir. Verschwind. Komm, hab einen Getriebeschaden, du Assel. Ups. Ich hasse es. Ich hasse solche Kurven. Ist ekelig. Ist ekelig.
Ich sag doch, die Strecke oder das Auto ist nichts für diese Strecke. Das ist was für ein Mittelklasse-Kombi mit 115 PS. Aber nicht für so einen Boliden hier. Nicht für so einen PS-Bomber. PS. Flint hängt mal wieder an der Ritze. An der Poperze. Du brauchst nur einmal auf die Bremse drücken, die Karre bricht aus. Boah. Boah. Die Kurve muss ich jetzt noch zweimal fahren. So ein Scheiß. Ich hab's schon so oft gesagt, ich hasse Rundstreckenrennen. Müssen wir hier echt die Stotterbremse angewöhnen. Ja, Flynn, wir wissen es. Du fährst mit fast Vollgas um die Kurven und eckst nicht an, du Arschloch, du Dummes. Ja, was mir so einfällt, weshalb ein GTA 3 müssen wir noch fertig spielen. Ja, GTA 3 müssen wir noch fertig spielen. Wir müssen noch ein paar Spiele fertig spielen, bevor wir da mal was Neues... Assassin's Creed müssen wir noch fertig spielen. Wir haben noch so viel vor. Scheiße Dreck. Bleib du ja hinter mir, du Arschloch. Alter Forza, gib mir bitte nicht mehr so eine Strecke. Das ist ja richtig ekelhaft. Man kann ja noch nicht mal die Ideallinie einhalten. Das geht nicht. Das ist eine Unmöglichkeit. Scheiße, Alter, scheiße.